Moin! Moin, moin! André, herzlich willkommen im neuen Video! Hallo! Na? Überraschend. Ich hätte fast gesagt, Wettschulden einlösen, aber... Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier tatsächlich mal stehe. Aber ich habe ja gesagt, ich komme dich mal besuchen und mache dir deine Auffahrt wieder sauber. Und wenn ich da hingucke... Hast du was zu tun? Ist das auch wohl mal nötig. Wie kam das überhaupt, André? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Effekt, als wir mal durch die Ausstellungshalle gelaufen sind und du dann irgendwie sagtest, boah, das ist, glaube ich, einfacher als mit der Hand. Ja. Aber... Und dann sagtest du, glaube ich, ja, das ist so einfach, das kriege ich sogar hin oder irgendwie so, ne? Genau, weil ich ja immer eine große Klappe habe, habe ich gesagt, das würde ich sogar hinbekommen. Und dann hast du gesagt, ja gut, dann komm mal vorbei und besuch mich mal. Dann kannst du mir die Auffahrt sauber machen. Ja, dann stehe ich hier und guck gleich mal, ob das so auch funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir haben den Man auf Instagram auch mitgenommen. Moin! Arne ist auch am Start. Und wir gucken jetzt mal zu dritt, ob das überhaupt funktioniert. Weil, ja, Ölleistung, aber das war gar nicht so viel, was er braucht. 20 Liter? Ja, das müsste ja minimal reichen. Und maximal 90 Liter, aber... Dann überschlägt sich das Teil wahrscheinlich, ne? Deswegen. Hast du da irgendwie so einen Druckminderer drin? Also wenn jetzt mal einer, wie ich, da ordentlich Power auf den Schlauch hat, kann man da was kaputt machen? Wie funktioniert das? Kaputt machen kannst du soweit eigentlich nichts. Hat also Druckminderer oder so ist da nicht drin? Du hast den DBV, was man noch einstellen kann letztendlich. Ein DBV? Was heißt das? Ein Druck... Begrenzungsventil? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich frage dich, ich weiß es nicht. Ein Druckbegrenzungsventil. Aber da sollte der Kunde nicht unbedingt dran gehen, außer wir sagen das letztendlich. Ja? Das ist wirklich nur dafür da, dass man nochmal Einstellungen vornehmen könnte, wenn irgendwas nicht passt oder der Kopf sich nicht richtig dreht. In der Regel ist das aber alles voreingestellt. Achso, die kommen schon fertig justiert. Ja. Aber wie ist das, wenn ich jetzt so ein Ding online bestelle, kommt das Ding genau so oder was musst du da machen noch? Letztendlich ist es halt wichtig, dass das... Die kommen wahrscheinlich auf Palette? Die kommen auf Palette, genau. Okay, ja. Richtig. Und du hast die zwei Hydraulikschläuche sind dabei und es ist ein Kabel, ich sag jetzt mal vorgelegt, für das 12 Volt Elektromagnetventil. Das braucht man dafür, dass man die 40 cm Verlängerung hydraulisch auch einmal rausfahren kann, weil wir brauchen nur einmal doppelwirkend letztendlich und dann machen wir das mit dem elektrischen Steuermagnetventil und das Kabel muss man halt einmal verlegen, also man muss sich da quasi einen Schalter einmal verlegen oder man legt es direkt irgendwie an der Batterie, dass man das... Wir haben das jetzt mal so wild, ja in Anführungsstrichen wild, wir haben uns schon ein bisschen Mühe gegeben, aber das kann natürlich besser, wir haben es jetzt mal hier hingeschmissen, ne? Und dann kann man ja mal gucken, wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt funktioniert, wie läuft das überhaupt, ne? Also in diesem Hofladen haben wir es ja noch nie gehabt und da mache ich natürlich jetzt nicht gleich hier eine volle Installation und anschließend funktioniert es gar nicht, ne? Wer weiß das schon. Genau. Deswegen gucken wir uns das an, weil wenn das an diesem Hofladen funktioniert, funktioniert es ja eigentlich an jedem. Ja. Ja. Weil der hier hat 32 Liter Ölleistung, das haben eigentlich alle, glaube ich, mindestens. Die meisten, ja. Die meisten. Genau. Und deswegen, wir gucken mal. Du hast das, also das, diesen 70 cm, was habe ich gelesen? Also 50 cm ist der Teller, so. Kopf letztendlich, aber 70 cm ist die Arbeitsbreite. Guck, 70 cm Arbeitsbreite, genau, so war das. Und dann hast du ja eine 40 cm Seitenverschiebung noch. Die hydraulisch, genau. Deswegen ja dieses Ventil. Ja. Du kannst aber auch theoretisch... So wie ich habe jetzt vier Anschlüsse, dann könnte ich ja theoretisch diese beiden Schläuche hier einfach... Dann musst du die verlängern quasi genau. Und das wieder mit anschließen. Dann bräuchte man dieses Elektrozeug ja nicht. Richtig, genau. Ja? Okay, gut. Das stimmt. Das nur dazu. Du hast Zöpfe, wie viel sind das überhaupt? Das sind 22. 22 Zöpfe. Die sind 30 cm lang, kann man einzeln nachbekommen. Wahrscheinlich braucht man die nicht einzeln, sondern wenn, dann muss man den ganzen Satz wechseln. Ja, das werden wir nachher auch mal sehen, wahrscheinlich, dass wir da... Ja, das Gerät ist ja gebraucht, das ist ja, habt ihr quasi als Vorführer schon, oder du warst damit am Arbeiten, ne? Da haben wir mit unserem Produktvideo gemacht, ja. Ja, genau. Deswegen, also da sind schon ein paar Zentimeter ab von den Zöpfen. Da werden wir wahrscheinlich auch sehen, wie das dann später mit dem Wechseln funktioniert. Wir haben im letzten Jahr, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, mit einem Handgerät, ich habe das mit dem Handgerät gemacht, die Auffahrt. Und Alter, vibrierten mir die Flossen und das war echt, also da hatte ich schon zu tun. Ich glaube, eineinhalb Tage war ich dabei bei der Auffahrt. Und da habe ich das Ding gesehen und gesagt, geil. Und dann, ne, ist das, dann funktioniert das so. Und dann sagte er nämlich, ja, hier, ne, da kriegst du mal hin. Ja. Jetzt stehe ich hier. Jetzt stehen wir hier. Genau. Wir nutzen noch die letzten schönen Tage im Jahr aus, um die Auffahrt ein bisschen schön zu kriegen. Mal gucken, ob uns das gelingt.
Ich würde sagen, müssen wir noch irgendwas einstellen? Man kann den Neigungswinkel hier noch einstellen über die Spindel. Moment. Letztendlich haben wir das aber jetzt auch schon eingestellt. Aber hier rüber kann man den Kopf letztendlich, wie man sieht, dann einstellen. Also einfach so ein kleiner Oberlenker, kann man sagen. Genau, ne? Das macht man aber eigentlich nur am Anfang. Und natürlich, wenn die Zöpfe sich weiter abgearbeitet haben, da muss man vielleicht ein bisschen was nachjustieren. Ja, er ist ja mit so einer Handgeschichte, sehe ich hier, mit so einer Rändelschraube, ja. Kann man die Höhe verstellen. Richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie die Drehzahl jetzt läuft, ob das Ding jetzt gleich, fliegen uns da die Funken um die Ohren oder geht das alles recht gemächlich? Das müssen wir mal gucken. Das wird nicht passieren. Das werden wir sehen. Genau. Ja. Hat eine Euro-Aufnahme übrigens. Ne? Hier nicht, dass ihr meint, das Ding passt jetzt so an Euro-Truck. Das Ding hat eine Euro-Aufnahme, also sprich, passt eigentlich an jeden Schlepper etc. dran. Ja. Oder halt so wie hier mit Ilz Adapterrahmen, den habe ich mir ja mal selber gebastelt. Die hat ja eigentlich auch fast jeder, wenn jemand so einen Weidemann hat, oder was, da heißt ja meistens ein Adapter dafür da rumliegen, damit du halt flexibel bist. Und so ist es hier halt auch. Ich habe ja diesen Adapter mir gebaut und damit kann ich dann ja auch solche Sachen wie unseren Jansen Mulcher, womit ich auch noch sehr, sehr zufrieden bin. Und der funktioniert ja auch über so einen Adapter und hier sieht es natürlich genauso aus. Ich würde sagen, wir starten mal die Maschine. Und dann gucken wir mal. André, steht ihr? Ja, das sage ich dir. Was anderes als am Telefon oder in der Ausstellungshalle, das kann ich dir wohl sagen. Ja, der Mann aus der Praxis, ne? Ja. Von wegen hier nur am Telefon irgendwie Leuten da was erzählen. Du kannst auch machen. Jetzt muss ich auch machen, ne? Abliefern musst du. Ja, da habe ich mir wohl gedacht. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich was zu hören von dir. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das hier jetzt funktioniert, sag mal? Du hast ja noch eine Fernbedienung hier, habe ich gesehen. Ja, die Fernbedienung ist da vielleicht da. Um einmal das herauszufahren letztendlich. Ja, hier ist ja der, genau. Jetzt hast du quasi das Steuergerät auf Durchfluss. Das muss man auch haben, ne? Der musst du haben und man sieht es auch, man kann jetzt rausfahren. Umso mehr Gas ich gebe tatsächlich auch, geht es auch zügiger rein, ne? Aber du kannst es auch ganz sanft steuern damit. Du kannst ihn jetzt auch ganz vorsichtig, so wie jetzt auch. Ja, man kann es auch stehen lassen, das ist dann egal letztendlich. Das ist soweit kein Problem. Die ganze Ecke geht das Ding raus, ne? 40 cm. Ja, das ist schon allerhand. Das ist halt, wenn du wirklich mal irgendwo an Ecken bist, so wie hier, ist es nicht ganz so schlimm letztendlich. Nee. Ne? Du hast hier Platz. Aber Bordsteinkanten etc. Dann ist das manchmal, da musst du immer alles ganz genau fahren und dann kannst du mal ein bisschen justieren. Und daher auch die Fernbedienung hier an der rechten Seite, weil man mit links lenkt. Ja. Und das ist soweit kein Problem. Du siehst auch richtig lässig aus, muss ich sagen. Bis jetzt. Sieht schon gut aus. Ja. So, also willst du direkt starten oder wie haben wir das? Wir werden mal gucken, ne? Mal gucken, wie lange wir brauchen. Wie lange hast du gebraucht mit der Hand? Eineinhalb Tage. Kann ich hier übernachten oder? So. Ich hab hier im Kochhaus haben wir noch ein bisschen was frei. Ja, dann weiß ich, wir hoffen, dass es nicht so lange dauert. Ne? Dann sind wir in den Katzenschlaf. Ja. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich vorwärts und rückwärts hier komme. Ne? Was hast du hier wieder? Einfach nur vorwärts, rückwärts, genau richtig. Und jetzt einfach Gas geben. Zur Verteidigung, André saß noch nie auf dem Hoflader vorher. Das sind jetzt die ersten Meter. So, nun gibt es natürlich ein bisschen was zu beachten, oder wie haben wir das? Bitte? Neigungswinkel etc. Oder wie? Haben wir ja alles soweit gerade vorab eingestellt. Gibt es da irgendwie so ein Patentrezept, wie viel Grad da optimal sind? Das gibt es jetzt so nicht. Das ist wirklich ein bisschen optische Straßenbelag abhängig wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und vor allen Dingen, was ich mir schwer vorstelle, den Druck kannst du ja schlecht fühlen am Hoflader, oder? Ja. Hat man das dann später irgendwann oder machst du dann auf Schwimmstellung oder wie läuft das dann? Letztendlich ist es wirklich so, dass du jetzt eben auch jetzt hier abwarten musst. Ist auch nicht ganz so eben hier. Ne? Ja. Und das muss man jetzt nach und nach mal sich herantesten. Ne? Also nicht auf Schwimmstellung? Nee. Also nicht fürs Eigengewicht? Nein. Das, genau. Okay, gut. Ja. Dann hier gucken wir mal dem Profi bei der Arbeit zu hier. Mal. Ich bin drauf. Jetzt geht's los. Ja, sehr gut. André hat einen Lauf, sagt er. Wir sollen jetzt Gas geben. Alter, das ist aber gut, ne? Und dich kann man mieten, sagst du?
für gewisse Getränke. Ach, gegen oder Getränke? Essen. Aber wie feinfühlig du das auch steuern kannst, ne? Das ist krass. Ich gebe mir Mühe. Ja, das sieht gut aus. So oft saß ich ja noch nicht auf sowas. Das erste Mal, ne? Ja. Zu ehrlich muss ich mal sein. Erste Mal, dass André das macht. Was natürlich auch cool ist, dass du mit dem Knicklenker immer arbeiten kannst. Ne? Ja, das ist super. Das macht schon viel aus. Alternativ könntest du das doch auch mit der Verstellung machen. Ne? Man kann es mit der Verschiebung, aber so geht es natürlich noch etwas schneller letztendlich. Man könnte auch nur mit der Verschiebung die ganze Zeit arbeiten. Man hat ja hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre gerade und gehe mit der Verschiebung rein. Wenn du jetzt einen Trecker hast zum Beispiel, genau, der das ja nicht hat, keinen Knicklenker. Genau. Dann kannst du hier mit der Verschiebung. Dann kann ich wieder zurückarbeiten. Obwohl, geht auch gut, ne? Kann man auch gut machen. Ja, funktioniert auch. Aber mit dem Knicklenker natürlich einfacher, ne? Ist ein bisschen einfacher, ja. Aber André, du machst einen verdammt guten Job. Man merkt aber schon, dass man relativ gezielt teilweise die Fugen auch anfahren muss. Ne? Das war aber mit dem Handgerät genau so damals. Ja. Da musstest du eigentlich theoretisch, du musst ja jede Pflanze einzeln behandeln. Ne? Genau. Aber das Problem ist, wenn du das mit der Hand machst, mit dem Handgerät, das vibriert und das drückt die ganze Zeit durch die Rotationsbewegung gegen deinen Oberschenkel. Ja, und hier ist es relativ entspannt. Ja, du sitzt da ja drauf. Ich sitz gemütlich. Genau. Habe ich vorhin schon gesagt, ein paar Kopfhörer an Ohr, ein bisschen Podcast hören oder was, da kannst du den ganzen Tag machen. Ne? Deswegen. Ja. Machen die Jungs bei Janssen ihre Arbeit. Hier seid ihr mir. Meter mehr Auffahrt jetzt. Ist ja voll geil. Zentimeter mehr Auffahrt, weißt du das? Ja. Das ist richtig geil. Das hast du vorher gar nicht mehr gesehen, dass da so viel
Pflaster dazwischen. So viel Pflaster dazwischen. Das ist ja wirklich. Zweispurig, aber. Das ist ja voll geil. Weil das ging nämlich mit dem Hunting nicht. Wenn du da reingekommen bist, der hat den Hals umgedreht. Also der ist so entgegengeschlagen. Ja, das ist bei sowas ist die Wildkraftbüße wirklich ideal. Ja, genau, richtig. Weil du auch einfach, ja, du hast die Kraft auch. Ja, ne? Genau. Und auch, wie gesagt, man muss selber nicht viel Kraft aufwenden. Das ist halt auch schön. Nee, du bist ja ganz lässig da am Lenken und genau. Hier. Aber so kriegst du wieder eine größere Auffahrt. Ja, mega ist das, ehrlich. Wie viel Grünzeug hier? Hammer. Das ist ein ganzer Kompasshaufen voll, was dabei rauskommt, ne? Ja. Aber krass, wie viel breiter die Straße jetzt ist. Das hättest du auch nicht mehr gedacht, ne? Nee, hab ich echt nicht gedacht. Hab nie Gedanken drüber gemacht, ne? Guck mal, wie schön das funktioniert, ne? Das ist schön geschmeidig, ne? Ja. Und wie gesagt, auf jeden Fall etwas leichter, als wenn du mit der Hand... Ja, das ist gar kein Vergleich. Das ist überhaupt... Und du hast das richtig schönen Blick hier, ne? Ja. Guck dir das an, du. Und man sieht auch wirklich, was du da jetzt auch wegnimmst, ne? Ja. Ey, bin ich sehr zufrieden. Der Verschleiß von den Bürsten hält sich auch in den Grenzen. Ja. Ich wollte was sagen. Du hast ja gerade bei mir auch gesehen, dass ich ab und zu doll gedrückt habe. Genau. Weil ich da mich auch ein bisschen mit rantasten musste. Aber trotzdem ist der Verschleiß von den Bürsten, der ist schon relativ gering eigentlich. Ne? Finde ich auch. Ich könnte jetzt auch noch viel doller drücken. Ja, ein bisschen mehr Druck könntest du ausüben. Gefühlt ist das Teil gemacht für einen Hoflader, oder? Ja, ideal dafür. Sehr vor allem, weil du immer wieder schön rüberschwenken kannst. Genau. Natürlich hast du doch die Seitenverschiebung, was wir ja gerade auch schon mal gesagt haben. Wie die? Aber die brauchst du jetzt dafür, wenn du so arbeitest, eigentlich gar nicht. Nö. Wenn du jetzt unter einem Zaun oder was arbeiten willst, dann ist wieder geil. Und wenn du halt wirklich nah irgendwo dran musst, dann mal. Ja, ne? Genau. Aber du hast ja jetzt hier Platz. Deswegen, das ist super. Oder halt, als ich da den Rand gemacht habe, dafür war es auch teilweise immer schön, richtig, dass du den Rand, dass du ein bisschen weiter rauskommen kannst. Ne? Das war gut. Aber man sieht halt, dass du da etwas öfter drauf sitzt als ja? ich. Aber ganz ehrlich, das wäre ja sonst auch schlimm, ne? Ja. Und ich sag dir so, wie es ist, ne? Wenn man das mal ganz kurz nochmal sagt. Dieses Handteil, was ich mir ausgeliehen habe, ne? Das kostet 2.800 Euro. Ja. Das kostet genauso viel wie das Ding hier. Ja. Und wurde ich das preislich? Ich meinte 2.449, wenn ich das richtig habe. Das ist sogar noch günstiger wie dieses Handding. Ja. Und wenn du den Hoflader oder das Gerät oder einen Trecker oder was sowieso hast, dann kannst du ja besser sowas nehmen. Dann sitzt du da entspannt. Siehst du ja. Wie du ja gerade auch schon mal gesagt hast, kannst du Kopfhörer reinmachen, ein bisschen Musik hören. Genau. Und fertig, hast ein bisschen ne? Mucke oder irgendwas, was du gerne hören magst, setz dich hier drauf, das kannst du den ganzen Tag machen. Ja. Ne, du sitzt hier gut drauf. Ja. Also von daher und preislich auch noch attraktiver als so ein Handding. Ja. Ne? Das ist und wenn man den Platz hat, um darauf, klar, wenn du jetzt so einen schmalen Gehweg hast, dann kommst du mit so einer Maschine nicht klar, aber das ist ja wieder zweckgebunden, einsatzgebunden. Ja, genau. Und man sieht ja, ich glaube, ich habe jetzt schon wieder ein paar Meter geschafft in der Zeit. Ja, definitiv. Von daher, das ist schon gut. Ja. Das
sind sogar nur 2290. Ich wollte gerade sagen, jetzt guckst du bestimmt erstmal nach dem Preis, wa? Ich habe eben schnell nachgeguckt und ich habe mich vertan. Aber zu positiv. Wie viel? Wie war das? 2290. Hast du drauf, ne? 2290. Ja, das ist dann schon ein Unterschied, ne? Was kosten die Zöpfe, was hast du? Habe ich jetzt tatsächlich nicht ganz genau im Kopf. Ja. Ich meinte, dass die um die 20 Euro lagen. Die Zöpfe. So, dann wollen wir mal Gas geben. So, was macht ihr jetzt? Ja, wir haben noch eine Traktor-Kehrmaschine mitgebracht. Die gehört mir aber, nee, das ist nicht meine. Die nehmen die Jungs wieder mit. Wir haben jetzt nur gedacht, wenn wir schon hier hinfahren, dann bringen wir auch ein zweites Gerät mit, es war noch Platz. Und wenn man da hinten einmal hinschaut, dann sieht man Opa und ganz viele Dreck da hinten noch. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir die eben kurz einmal mit. Das ist aber eine richtige Schweinerei, weil das will ich jetzt auch schon wieder haben. Ne? Wahrscheinlich, ja. Das ist ganz schlecht. Ja, aber deswegen machen wir das ja auch. Ja, aber meine Frau dreht durch. Die dreht nur einmal durch. Die nur einmal durch. Wir haben jetzt heute die 2 Meter mitgebracht, die gibt es auch 1,30 Meter. Ich wollte erst sagen, ich glaube, die 1,30 Meter ist gut, aber wenn ich das jetzt sehe, dann ist die 2, ich dachte, die 2 Meter schafft der Hoflader nicht. Ja, aber das ist gar kein Thema, ne? Da packt er. Dann gib mal Gas. Guck mal hier, da kannst du ja so schnell rüberfahren. Voll geil. Ziel. Kann das sein, dass mein Korb voll ist? Dein Korb ist voll, ja. Ah, perfekt. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe da noch nie mit gearbeitet. Ich würde mal zur Seite schwenken oder wo willst du das ganz? Ja, das so, dass ich mir das dann wieder wegholen kann, hier am Rand oder so. Genau. Hol mir einfach das dann mit der Gabel weg. Zur Seite weg und dann musst du die Hydraulik. In mein Drecksloch? Ja. Habe ich dann ein Drecksloch? Ja. Na gut, dann fahr ich schon wieder was an. Dann fahren wir zum Drecksloch. Ein Drecksloch. So, dann bin ich bei meinem Drecksloch. Hier ist das. Und jetzt einfach hier andere Seite, oder? Andere Seite. Dann kommt der ganze Dreck da unten raus. Das ist und ja geil. Jetzt wieder anders zu, genau. Und dann fängt automatisch an zu drehen, ja, wieder. Ja, richtig. Mega. Meine Frage, wenn ich es geschafft habe, die Bürste abzuradieren, kann man die Ersatz bei euch kriegen, die ja. Ersatzbürste? Ja. Wo liegt sowas preislich? Das habe ich nicht gerade im Kopf. Die ganze Bürste? Also die ganze Kehrmaschine, die 2 Meter, so wie sie hier ist, 2.990 Euro. Der Seitenkehrbesen, den wir heute jetzt hier nicht unbedingt nutzen müssen. Würde ich gar nicht mitnehmen, glaube ich. Brauchen wir heute nicht. Nur für Zäune, Wände, genau. Bordsteinkanten. Ja, die kann man separat dazu kaufen. Der liegt bei 990 Euro. Die ist nicht so mit drin. Also auf Deutsch 3000 die Kehrmaschine plus 1000 der Arm. Richtig, genau. Gut, aber weil ich ja die Kehrmaschine, weißt du, was die kleine kostet, die 1,30 Meter? Habe ich jetzt gerade, müsste ich gleich mal nach. Ja, okay, können wir vielleicht nochmal. Und wie gesagt, den Seitenkehrbesen kann man einfach hier vorne, kann ich einmal kurz zeigen, lass mal laufen. Ach so. Einfach dazu schalten und jederzeit auch wieder abschalten. Also ganz einfach. Und du brauchst auch nur einen doppelbewegten Steuergerät. Genau. Clever, clever. Wo ihr gerade hier seid, da kann ich euch den Rest auch noch fegen, oder? Wie schnell das geht, ne? Ja. Das ist dann wieder der Vorteil von einer 2 Meter, ne? Ja, das ist mega. Da hast du ruckzuck die ganze Auffahrt gefehlt. Genau. Hier vorne, wo wir die Seiten noch nicht weggemacht haben, kommst du 2 Meter auch hin. Ja, da hinten nicht mehr. Da hinten nicht mehr ganz. Wo
weiß ich jetzt, wenn der Korb voll ist, einfach nur, wenn er das nicht mehr mitnimmt. Ne? Genau. Hat 160 Liter Fassungsvermögen, der Korb. Der ist natürlich dann auch mal voll, gerade bei so viel dann letztendlich. Ne? Ja, jetzt ist er voll. Genau, dann einfach mal zur Seite wegkippen. Ja. Kann ich die ganze Geschichte schräg stellen? Nee, ne? Nee, das geht. Das ist einfach so, wie es ist. Hier kann man schräg stellen, um 20 Grad übrigens. Ja, da kannst du selber ein anderes Flacheisen reinpacken. Siehst du, Opa brät dir das schnell um. Dieser Opa brät da. Was machst du denn? Ach so. Eigentlich musst du hier im Runterpendeln, oder nicht? Dass der hier rausgeht. Und da kann man es schräg stellen? Ja, hier schräg stellen. Ne? Um 20 Grad. Um 20 Grad. Direkt. Hast du doch gesagt. Wusste ich doch, von vornherein. André, dafür lieben wir dich. Ist doch alles gut. Alles Menschen. Also müssen wir dieses hier eben. Wieso geht das so nicht, oder was? Nee, der geht hier jetzt so nicht rüber, es sei denn, du kannst ihn so kippen. Na, Renoi, gleich zerlegen, das Ding. Ja gut, aber wir müssen es probieren. Ja, ja. Opa hatte gerade den Einwand, dass das mit dem Ding hier scheiße ist, weil er zu schnell voll ist für unser Vorhaben. Wenn du jetzt hier so ein bisschen Laub hast, ist alles kein Thema. Aber wenn du jetzt so wie wir richtig Material auf der Straße haben, dann ist natürlich, du fährst hier dumm und dämlich, weil dauernd das Ding voll ist. Und deswegen machen wir jetzt einmal die Kiste ab. Und guck mal, wie viel Aufwand das ist, die Kehrmaschine umzubauen und den Auffangbehälter abzunehmen. Aber bisher ist es jetzt 10er Schrauben, ein Rummel, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ja. Und hier vorne ist ja nur mit, Vorsicht Opa, hier vorne ist ja nur mit zwei werkzeuglosen, wie nennt sich das, hier? Bolzen. Bolzen gesichert. Und da müssen wir den Zylinder. Jetzt noch den Zylinder, was ist das, 30? 27? Ja, irgendwie so. Sehr gut, irgendwie so. 24. 24? Gut, 24. Ich will dich nämlich noch mal laufen sehen. Wenn der Man auf Jansen das sagt, dass das 24 ist, dann ist das 24. Jetzt hast du selber nicht dran geglaubt. Nee. Ah, der fällt mir runter, oder? Nee, der muss hier auch raus. Erst löst den hier auch. Wollen wir den ein bisschen ablassen? Will ich auch. Nachher wieder rein, den kriegst du gleich nicht weggezogen. Ich will ja, auch ablassen. Erstmal ablassen, oder? Was? Ablassen. Erstmal ablassen. Sonst fällt uns das hier noch runter. Kannst du besser machen, ist noch mal sicher. Da kann er auf jeden Fall nicht so tief fahren. Vorsicht, Füße weg. So, wa? Ja. Soll ich ihm festhalten, dass du abgeschraubt hast? Den muss man weg. Den Bolzen auch mal raus. Auch da 24, André, hast du recht? Ja. So. Hau mal gegen. Jawohl. Hier Bolzen wieder rein, wa? So, hier Schraube auch wieder rauf. Kann den damit nicht weg. Wir die auf jeden Fall nicht verlieren. Genau. Und den müssen wir jetzt clever. Den müssen wir da eben hochbinden. Ja, ich halte den fest. Können wir da einen Zylinder einfahren dann? Ja. Ah ne, geht das überhaupt? Ja, muss auch nicht unbedingt. Der kann ja so. Doch, jetzt war er aber gerade außen gekippt, ich weiß es gar nicht. Könnte nur erstmal nur so. Mit der Expander hier oben fest. Ja. Und dann ist doch das Ding schon lose, richtig? Ja, den kann er jetzt weg. Achso, was? Die hast du schon gelöst, die Schrauben an der Seite. Dann würde ich sagen, dass du den gleich einfach hoch fährst. Oder? Einfach wieder ein bisschen hochfahren. So. Da siehst du. Es klappt auf jeden Fall. Wieso, das ist doch gut. Ist super. Wie lange hat es gedauert? 5 Minuten? Ja, das geht schnell. 10 Mal. 10 Mal in 5 Minuten, kannst du hochrechnen. Ja. 50 Minuten alleine. Kein Problem. Mit dem richtigen Werkzeug. Expander, ja. 24er, Schlagschrauber, 10er Nuss. Ja. Mehr brauchst du nicht. Und jetzt einmal. Und ein Expander. Genau. Ich jetzt. Gut, aber für die Praxis, ich sag mal, wenn einer das macht, dann würde ich
ich sagen, die Gummilippe hier davor hängen lassen, als Spritzschutz ein bisschen. Ne? So, und diese müssen weg. Wenn du ihn schräg stellst, hängst du damit gegen die Ecken. Ja. Ne? Also die müssen schon. Ein bisschen mehr Arbeit ist es dann noch, aber für den schnellen Versuch? Ja, ist ja nur für meinen Einband. Genau. Das stimmt. Aber ist mal gut, dass die junge Einband. Generation auf die ältere hört. Ja, es ist auch nicht mehr überall. Nee. Aber es ist richtig. Aber es war ja gerade wirklich so. Für das Vorhaben war es einfach, war das viel zu schnell voll. Hier, der ist doch super. Das sieht gut aus. Aha. Schön Expander. Hier, Lidl, ne? Gibt es immer so ein Set für 4 Euro. Super Sache. Was brauchst du jetzt hier? Ich würde sagen 12. 12. Um dann die zu lösen hier. Und dann können wir den hochheben, oder? 2x12 oder einmal? 2x. Komplett beide lösen oder wie haben wir das? Denke ich auch. Was. Wie ist das denn, wenn du den jetzt oben befestigst? Dann kriegst du ihn dann eher raus. Probier das mal aus. Ja, andersrum meinst du so rum? Ja, clever. Könnte passieren, dass das gut ist. So. So. Kann sein, dass das besser ist. Kann sogar sehr gut sein. Das würde ich auch so behaupten. Herr Andrea wird nichts mit feiern heute. Ich habe damit gerechnet, wenn ich besuchen komme. Hast du deine Frau noch was zugesagt oder was? Ja. Da wird nichts mehr mit auf dem Motiv. Pünktlich Feierabend, ne? Ja, alles gut. Alles gut, hat er jetzt. Die Sonne scheint. Wo wir da mit Feierabend und hier Frau war zugesagt. Ich sage immer meist, hat deine Frau einen Eisprung oder was, musst du nach Hause hin. Wir haben bei uns aber wirklich einen Zahnarzt gehabt. Scheiße. Die Dornummer werden das nicht. Einen Zahnarzt gehabt, der hat den Patienten auf dem Stuhl sitzen. Der hat die Frau angerufen, Temperatur gemessen, hatte sie einen Eisprung. Der hat den so sitzen lassen, nach Hause hin. Nummer geschoben, weil die ein Kind haben wollten. Und hier, ja, die Angestellten konnten den Patienten verarzten. Der ist so weg ab, ja. Alter Eisprung. Man muss Prioritäten Gas geben. Lassen. Gas geben. Ja. Prioritäten Gas setzen. Geben, ja. Besser, ne? Hast du einmal alles weg. Das sieht gut aus. Direkt da auch wirklich herausgekommen ist durch die Wildkrautbürste. So kann man alles einmal wegbekommen mit der Kehrmaschine. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Idee von Opa, würde ich mal behaupten. Das war eine gute Idee von Opa. Hä? Das war eine gute Idee von Opa. Finde ich auch. Du bist nur einmal, oder ich mache das nochmal. Ja, können wir den ein bisschen aggressiver stellen? Können wir den noch ein bisschen aggressiver stellen, dass er ein bisschen mehr... Weil hier kriegt er das ja nicht richtig alles weg. Ah, können wir. Hier sieht man einmal die... Weil der hängt so ein bisschen... Stützräder. Achso, macht man das nur vorne, oder was? Was? Macht man das dann vorne? Na, nee, du kannst alle machen. Ja, okay. So, ich fahre nochmal zurück. Mit ein bisschen mehr Druck jetzt.
Aber gut. Das ist gut, oder? Ja. Das ist gut. Wollen wir noch mal kurz das Ergebnis angucken, was wir bis jetzt gemacht haben? Du hast auf jeden Fall eine breitere Auffahrt gekriegt. Ja, definitiv. Ne? Satan musste das mal reinziehen, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da ist ja locker mal 30 cm dazugekommen. Ja. Das sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ja, muss ich auch sagen. Hast du selber nicht mit gerechnet, ne? Nee, will ich nicht. Ich habe beim letzten Mal, wie gesagt, auch die Seitenränder nicht so gut gemacht, weil das mit dieser Handmaschine, das ging nicht. Das hat sich so reingefressen, das war einmal eine Quälerei. Ja. Ja, jetzt nochmal nacharbeiten. Das habe ich aber beim letzten Mal auch so gemacht. Habe ich das weggefegt und danach nochmal nachgearbeitet, wo du noch stehen geblieben bist. Genau. Und wie gesagt, das waren jetzt ja auch unsere ersten Versuche. Ne? Ja. Das mache ich in ganz in Ruhe jetzt noch fertig. Und dann seht ihr nämlich das Ergebnis gleich auch noch im Anschluss. Obwohl das Video auch schon lang genug ist, glaube ich. Was? Dank der Umbauaktion von Opa. Aber es war eine gute Idee. Aber es ist eine geile Sache. Jetzt weiß man, dass man wirklich nicht viele Schrauben abnehmen muss, tatsächlich. Und dass es in 5 Minuten erledigt ist. Ja, genau. Und gerade für solche Zwecke, wenn da viel davor liegt, abbauen, erledigen. Ist das so. Wofür braucht man diesen Fahrkorb, wenn wenig Material auf der Straße ist? Ja, oder halt, wenn du irgendwo bist, wo du auch aufpassen musst, so wie jetzt fliegt das ja auf dem Acker, passiert ja nicht viel. Wenn du aber irgendwo am Gebäude bist, wo eine Fassade ist, die empfindlich ist, dann musst du ja das ja, dass er direkt oder reingeht. Oder Nachbarsauffahrt direkt nebenan ist. Genau. Der den Hals am Da ist ja der Auffangbehälter eigentlich gedacht letztendlich. Ja. Ne? Ja. Und wenn du hier freie Fläche hast, dann ist es relativ egal. Genau. Na, cool. War eine gute Idee, Opa. Opa, super. Ja. Opa hat nicht immer seinen Kopf das Jahr runterfallen. Nee. Da gibt es andere. Da gibt es andere. Wo sagen wir nicht? Ja, genau. Der Hoflader ist wieder nackig. Die Kehrmaschine steht wieder auf dem Auto. Und André und André. André und doch, André und Arne. So. Genau. Alter Schwede. André und Arne. Das A-Team. Das A-Team. gehen jetzt wieder gen Hause den Weg an. Ja. Treten wieder den Weg an, so rum. Ich mache das Ganze alleine weiter jetzt. Und das Ergebnis zeige ich euch gleich noch kurz. Wieso seid ihr eigentlich so eine schmierige Firma? So. Du hast überall Fett dran, ne? Ja. Ja. Echt. Und André bekommt keine Arbeitsklamotten. Was soll das eigentlich? Ja. Ja, fürchterlich. Ja. In den Werkstatt. Ist er ans Schmiernebel gekommen? Nee, am Kabel. Ach, hör doch auf. Ah. Hör doch auf. Ja, mit deinem Po. Ja, es war. War gut? Ja. War gut. Hat Spaß gemacht. Schön. Ich habe mein Wort gehalten, ich war da. Du hast dein Wort gehalten, du warst da. Ja, hat Spaß gemacht. Und das Ergebnis lässt sich sehen und du machst den Rest noch weiter. Genau, das Ergebnis seht ihr dann gleich noch. Die Auffahrt wird etwas breiter. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist richtig überraschend. Gut. Ja, ja. Ja. Und das Ding, das hat es mir auch angetan. Das ist nicht schlecht. Aber 2 Meter Breite ist schon gut, ne? Das ist gut. Und wieso wollen wir das nicht hier lassen? Weiß ich auch nicht. Warum nicht? Wir können ja nicht alles hier lassen. Warum das denn nicht? Ja, also wir müssen auch ein paar Sachen wieder mitnehmen. Stell dir mal vor, wir fahren ohne. Wie nennen wir doch? Werkzeugkasten. Ja, das den reicht kann ja auch hier lassen. Das reicht doch nicht. Den will er ja auch behalten. Wärst du bei den jetzt kein Werkzeugkasten mehr. Leute. Ja, okay. Ja. Gut, also wie gesagt, ich mache das jetzt alleine weiter. André und Arne. Wir verabschieden uns wieder. Verabscheuen euch, genau, ihr verabscheut euch. Und ihr düst los und ich mache weiter. Ja. Aber erst morgen. Wir sehen uns. Danke, tschüss. Mit eurem Fett kam mir gerade entgegen. So. Kennst du den Unterschied zwischen Handtuch und einer jungen Frau? Nee. Beim Handtuch suchst du an einer trockenen Stelle. So, ja, das Feierabend. Tschüss. Tschüss.
Kannst du ruhig ein bisschen zurücklaufen? Genau. Kinderkamera, ne? So, nur das Problem ist, dass mein Kehrbesen das nicht so schluckt. Du musst draufhalten. Richtig. Du musst draufhalten, mein Schatz, damit die Leute das auch sehen können. Ruhig ein bisschen zurück. So, genau. Perfekt. So, auf jeden Fall hier wird das funktionieren nicht so wie ich, weil zu viel Gras. Die kleine Kehrmaschine ist dafür nicht gemacht. Das ist auch der Grund, warum das bei Schnee nicht so gut funktioniert. Schafft die halt nicht, ne? Werde ich wohl eben mit Hand machen müssen. Handbesen. Geht genauso gut. Ich würde fast sagen, sogar noch schneller als mit der Kehrmaschine. Da gehen schöne Grüße raus an Barvitec. Regional hier bei uns aus der Gegend. Besen allerbester Qualität. Schöne Grüße gehen raus. Da habe ich auch einen Werkstattbesen von den Jungs. Allerdings ist da so ein bisschen blöd. Der hat so einen Aluminiumgriff zum Verstellen. Und wenn ich den drehe, dann ist das irgendwie immer nicht so ganz. Ich habe lieber diese Holzstiele. Aber der Besen an sich ist richtig gut. Und dieser hier ist auch super stabil mit den Streben. Ne? Kann ich empfehlen. Und man sieht ja auch gerade hier, ist das wichtig, einen stabilen Besen zu haben. Sonst knickst du ihn nämlich um. Ich würde sagen, wir sind fertig. Auch hier, wenn man so guckt, wie breit die Straße geworden ist. Man kann ja recht gut noch erkennen, bis wo das ursprünglich zugewachsen war. Und jetzt ist einfach mal, ja, man kann es so ungefähr 30 cm, vielleicht sogar teilweise 40 cm Auffahrt einfach mal breiter. Ne? Ich glaube, das kann man ganz gut sehen, wo da Bewuchs war. Das ist echt krass. Ja, ich weiß gar nicht, warum das da mal so zugewachsen ist. Wahrscheinlich müssen wir mehr an Ränder fahren, aber ich will immer nicht, dass die Auffahrt so wegsackt. Naja, ist immer so eine Sache, ne? Ich glaube, das ist so ganz gut geworden. Ich zeige euch jetzt nochmal von der Maschine die Bürsten, wie viel wir da von abgenutzt haben. Ja, die Kehrmaschine, die hat auf jeden Fall damit zu kämpfen gehabt. Das ist einfach viel zu dickes Material für die Maschine. Da kann die auch nichts für, dafür ist sie nicht geeignet. Die Maschine, die die Jungs mit hatten, von Jansen, die ist eigentlich ganz cool. Da wäre allerdings eine hydraulische Verschiebung noch, also hier eine hydraulische Verschiebung ist richtig, ne? Noch wünschenswert. Wenn die das noch hätte, würde ich lieber auf den Fangkorb verzichten und dafür so eine hydraulische Verschiebung haben. Das wäre ganz cool. Auf jeden Fall werde ich mir da in Zukunft auch noch mal was besorgen. Definitiv werde ich mir da so ein Gerät noch mal kaufen, einfach aus dem Grund, weil ja, ich sehe es ja selber hier, wenn du auf dem Acker bist, du bist am Pflügen, du bist in der Kartoffel, das ist ständig, hast du ja immer Erde und Dreck auf der Straße. Und dafür ist die auf Dauer dann doch ein bisschen zu klein, glaube ich. So, wir gehen jetzt einmal rüber und gucken mal, was die Borsten machen. Ein kleiner Nachteil ist, dass man diese spitzen Halbmonde auf der Straße hat. Das sind diese, ja, wie nennen sich die Dinger? Klemmen, die schleißen durch. Kann man das so sehen, Fokus? Ja, die schleißen durch und dann hast du am Ende des Tages, kann ich nicht mehr drüber, ist verbogen, hast du am Ende des Tages diese spitzen Hälften auf der Straße liegen. Das ist natürlich nicht so günstig. Ich weiß nicht, ich hoffe, das wird wahrscheinlich Alu sein. Keine Ahnung, was damit dann passiert. Auf jeden Fall ist das nicht so cool. Ne? Vielleicht könnte man das dann aus so einem recycelbaren Kunststoff oder irgendwie einem Material machen, was sich selbst dann zersetzt. Das wäre, glaube ich, cooler als das hier. Übrig geblieben ist auf jeden Fall so viel. Muss man dazu sagen, das Gerät war ja gebraucht, wo ich es bekommen habe. Übrigens behalte ich den jetzt. Als Vorführer übernommen, kann man sagen. Und das ist davon übergeblieben. Also die Bürsten, die Borsten waren schon angeschlissen, wo ich den, wo wir losgelegt haben. Das ist so eine heile Bürste. So sieht sie aus. Und von der Länge her
kannst du sagen, wenn ich das jetzt so, das Stück, wie viel ist da? 10 cm sind jetzt, kann ich mal messen. So, und zwar ist die Differenz 12,5 cm. 12,5 cm ist verbraucht worden. Die ganze Geschichte ist, ich sag mal so, der brauchbare Bereich ist, glaube ich, hier bis zur obersten Klemme sind 19,5. Also habe ich noch 7 cm habe ich noch zur Verfügung von, was habe ich jetzt gesagt, 19,5. Ja, ein Drittel oder so kann man sagen, ne? Habe ich jetzt noch dran. Das fällt mir tatsächlich noch zu. Oh. Geh mal her. Meine Tochter ist Kamerafrau, Kameramädchen. Fällt mir sogar noch zu, dass ich vom Verschleiß, dafür, dass ich jetzt so 100 Meter Auffahrt ungefähr gemacht habe, wenn man sich das da hinten anguckt, das ist schon eine Strecke. 100 Meter Auffahrt. Willst du wieder filmen oder was? Ja, ich möchte wieder filmen. Und das ist schon eine Ecke, was ich damit gemacht habe. Also ich hätte gedacht, dass der Verschleiß höher ist. Nun ist das natürlich auch ein teurer Spaß. Die Dinger, was kamen die jetzt auch noch? Ich glaube, inklusive Mehrwertsteuer 19 Euro oder was hatten wir jetzt auch nochmal? 16, 19, ich weiß gar nicht mehr. Haben wir am Anfang des Videos ja gesagt. Also so ein Ding ist relativ teuer. Ich würde versuchen, beim nächsten Mal hier jeden zweiten rauszunehmen. Zeig mal hier, Isabel. Ruhig weiter weg. Ja, so. Hier jeden zweiten würde ich rausnehmen, glaube ich. Und dann, also nicht rausnehmen, sondern wenn ich den neuen ansetze, würde ich, glaube ich, nur mit jedem zweiten arbeiten und mal gucken, wie da dann das Ergebnis ist. Einfach nur, um diese Dinger zu sparen. Ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Gut, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Da kommt hier Cowgirl Rea, dreh dich mal im Zeitmal. Genau. Sehr gut, Ponys gehen wieder rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.